Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem geht es jetzt nicht nur um Stoffwindeln. Das ist ein Thema heute, das betrifft eigentlich alle Eltern mal, die ein Wickelkind haben. Es geht nämlich darum, warum hat dein Baby manchmal einen roten Popo und mit welchen einfachen Mitteln kannst du als Mama oder Papa denn da Abhilfe verschaffen? Das Thema, wie behandle ich einen roten Babypopo, betrifft alle Eltern irgendwann mal. Egal, ob sie ihr Baby mit Stoffwindeln oder mit Wegwerfwindeln wickeln. Das ist völlig egal. Leider tritt das häufiger mal auf. Und in diesem Video geht es jetzt darum, wie kannst du eigenständig jetzt versuchen, die Symptome zu behandeln. Allerdings sage ich da gleich voraus, wenn das innerhalb von 1 bis 3 Tagen sich nicht bessert, sondern sogar verschlechtert, dann gehst du mit deinem Kind zum Kinderarzt und lässt ärztlich abklären, ob es sich nicht um eine ernsthafte Erkrankung wie einen Pilz zum Beispiel handelt. Wir sprechen jetzt nur darüber, wie du mit Hausmitteln, altbewährten Mitteln, eben eine Rötung an der Babyhaut im Po-Bereich eben behandeln kannst. Egal, ob du dein Kind jetzt mit Stoffwindeln oder mit Wegwerfwindeln wickelst, viele von den Dingen, die du machen kannst, gelten für beide Sachen. Es ist aber oft der Fall, dass Kinder, die mit Wegwerfwindeln gewickelt werden, dass die eben auf Inhaltsstoffe in diesen Windeln einfach reagieren. Wenn das also immer wieder passiert, dass dein Kind mit einer geröteten Haut im Po-Bereich eben zu tun hat, dann versuch doch mal mit Stoffwindeln zu wickeln. Erstmal nur mit einfachen Mullwindeln und wenn du merkst, dass dein Kind das besser verträgt, dann versuch mal komplett die Windeln, die Wegwerfwindeln wegzulassen und nur mit Stoffwindeln zu wickeln. Wenn dein Kind jetzt allerdings schon Stoffwindeln benutzt, also wenn ihr mit Stoffwindeln wickelt, dann könnte es sein, dass eventuell Waschmittelreste noch in den Stoffwindeln drin sind. Und darum ist es auch so wichtig, dass du die Stoffwindeln gut ausspülst und vor allem auch gut trocknen lässt. Also so, dass sich auch keine Keime dann da nochmal irgendwie in einer Windel, die jetzt nicht richtig durchgetrocknet ist, vermehren können. Das ist das eine. Aber eben auch vorher schon das gute Ausspülen, damit keine Waschmittelreste da drin sind. Denn gerade im Po-Bereich ist ja die Haut auch feucht, wenn das Kind dann reinpieselt und es ist auch warm. Und dann, wenn sich dann da noch Waschmittelreste befinden, das ist eine ungute Kombination und da kann die Haut deines Kindes wirklich mit Rötungen reagieren. Eine andere Sache ist es, wenn dein Baby jetzt anfängt, Beikost zu sich zu nehmen und es gibt Lebensmittel, die vertragen manche Kinder am Anfang einfach nicht so gut. Das kann sich einfach dadurch auswirken, eben, dass dann der Po-Bereich eben auch rot wird. Oft passiert das dann nach der Beikostzugabe von irgendwelchen Zitrusfrüchten, Orange, Zitrone, Mandarinen oder auch Kiwis oder auch Tomaten. Das kann oft erstmal nicht vertragen, so gut vertragen werden, das musst du dann mal beobachten und dann entweder die Menge verringern oder du lässt es dann mal ein paar Tage sein. Es gibt ja auch Kinder, die, wenn die entdecken, wie lecker Mandarinen sind, dann könnten die 5 Stück davon verputzen, aber leider reagieren sie dann eben mit Rötungen oder auch so, dass die Haut sogar wirklich ein bisschen aufplatzt und das ist ja dann auch nicht schön. Wenn du mit Stoffwindeln wickelst, dann gibt es auch kann es auch sein, dass dein Kind einfach verschiedene Materialien nicht so gut verträgt. Es gibt Kinder, die vertragen Kunstfasern nicht. Und dann ist es besser, wenn du dann nur auf Naturfasern wie Baumwolle oder eben Hanf wechselst. Und es gibt andere Kinder wiederum, die vertragen es nicht, wenn die Haut ja feuchter einfach ist mit den Baumwollwindeln. Und für die ist es dann total gut, wenn du ein Mikrofaservlies verwendest, das dann eben zwischen die Stoffwindel und die Haut gelegt wird. Und Mikrofaservlies, in dem Fall ist das gemeint, dass dieses Material, das du von Pullovern auch kennst oder von Outdoorjacken oder von Decken, das ist dann, das saugt ja keinen Urin auf, sondern lässt den
Urin, das Pipi halt nach unten an die saugende Windel weiterleiten. Das lässt es durch und hält die Haut aber dann etwas trockener. Das wäre eine Möglichkeit, je nachdem, worauf dein Kind da reagiert, dass du das eben ausprobierst. Oder du verwendest auch mal eine Zwischenschicht aus Wolle, also eine sogenannte Wolleinlage. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was natürlich auch ganz oft der Fall ist, das ist, der Wickelabstand ist einfach zu lang. Das heißt, dein Kind ist so empfindlich einfach, dass 3 Stunden, 4 Stunden oder noch länger dann einfach auch schon zu viel sind. Dann mach es doch so, dass du dein Kind wirklich ganz schnell immer wickelst. Oder überleg dir mal, ob nicht das sogenannte Windelfrei, das Abhalten, auch eine Möglichkeit für euch wäre. Es gibt Kinder, die reagieren auch sehr stark auf ihren eigenen Stuhlgang. Deswegen ist es wichtig, hat das Kind das gemacht, sofort die Windel wechseln. Aber auch andere Kinder reagieren auf ihr eigenes Pipi dann ebenso. Und auch dann heißt es, möglichst kurz die Windel nur am Kind lassen und nach Möglichkeit eben das Kind dann abhalten. Etwas anderes kann auch sein, das ist die Verwendung von Feuchttüchern. Und zwar diesen fertig gekauften Feuchttüchern in der Packung, die kennst du, sind sehr beliebt auch für unterwegs oder eben auch für die Kita. Lass die mal weg, da sind allerhand Stoffe drin, die von dieser ganz empfindlichen, dünnen Babyhaut einfach nicht vertragen werden. Und die können eben auch zu Hautreizungen dann führen. Was kannst du tun, damit du deinem Kind jetzt helfen kannst, dass es ihm wieder besser geht, dass die Haut weniger rot wird oder eben wieder komplett abheilt, wenn dein Kind jetzt eben mal wund ist? Also das eine hatten wir ja schon erwähnt eben, dass eben bei den Stoffwindeln du darauf achten musst, dass es wirklich gut ausgespült wird. Das ist schon mal eine Maßnahme eben bei den Stoffwindeln. Ich habe es ja auch eben schon mit den Feuchttüchern gesagt, da sind viele Inhaltsstoffe drin, die für die Haut in vielen Fällen gar nicht gut ist. Also einfach eine Schüssel mit Wasser nehmen und einen Waschlappen. Und dann gründlich eben die Haut von deinem Kind reinigen. Einfach nur mit klarem Wasser. Du kannst eventuell auch noch einen Schuss Olivenöl damit beigeben, das machen auch viele gerne, um eben wirklich alle Restchen dann aus den Falten, sind ja oft speckig, die kleinen Babys, wegzukriegen. Aber bitte, vor allem wenn es gerötet ist, die Haut, nicht irgendwie so hier scharf rubbeln, sondern wirklich ganz vorsichtig nur abtupfen. Die andere Möglichkeit, wenn der Po ziemlich, ziemlich rot ist, ja, dann kannst du auch noch einen Tee zubereiten, einen schwarzen Tee. Du nimmst ungefähr 2 oder 3 Beutel, so für 250 Milliliter an schwarzem Tee, lässt es eine Weile ziehen, also so einen richtig starken schwarzen Tee zubereiten und dann eben abkühlen lassen. Denn wenn es zu heiß ist, ist das ja auch sehr unangenehm auf der Haut. Und dann tränkst du den Waschlappen mit diesem schwarzen Tee und tupfst ganz vorsichtig die Babyhaut damit ab. Da der schwarze Tee aber ziemlich abfärbt, verwendest du alte Waschlappen oder hast vielleicht ein altes T-Shirt, wo du dir deinen Lappen zuschneidest, denn die Teeflecken gehen dann oft nicht mehr raus. Denk auch daran, vielleicht noch ein altes Handtuch auf die Wickelauflage zu legen, damit das eben dann, wenn dann Spritzer von dem Tee runterrinnen dann, damit das nicht alles die Flecken hat. Ich meine, vielleicht ist es dir auch egal, dann lässt es so. Also schön abtupfen und das dann antrocknen lassen. Das kannst du ein paar Mal machen. Obacht, der schwarze Tee hat durch die Gerbsäure, die enthalten ist, so eine zusammenziehende, leicht austrocknende Wirkung. Also nicht zu viele Tage das machen, das kann dann für die Haut auch zu beanspruchend einfach sein. Wenn du dann den schwarzen Tee hast abtrocknen lassen, möglichst wirklich immer viel Luft an das Kind auch dran lassen, an dem Popo-Bereich, das ist sowieso generell ganz gut. Ja, wenn du das also dann gemacht hast, dann bietet sich auch oft an, ein Rosenhydrolat drauf zu sprühen, und zwar ohne Alkohol. Und das lässt du dann auch schön antrocknen. Die Rose hat eine heilende, hautpflegende Wirkung und da tust du also wirklich der Haut von deinem Baby noch etwas Gutes.
Was du dann auch noch machen kannst, ist, dass du ein ganz mildes Öl, ein hochwertiges Pflanzenöl verwendest, zum Beispiel ein Mandelöl oder ein Avocadoöl. Oder was auch gerne genommen wird bei Babys, ist Calendulaöl. Das ist meistens, sind das dann Ringelblumenblüten, die eine gewisse Zeit lang in einem hochwertigen Pflanzenöl drin liegen und dann wird das gefiltert. Und dann hast du also wirklich ein wunderbares Öl für die Hautpflege von deinem Baby. Vorsichtig auf der Babyhaut dann eben verteilen. Und das tut der empfindlichen Babyhaut auch sehr gut. Aber bitte achte darauf, dass du ein hochwertiges Öl in einer Bioqualität hast. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Heilwolle. Das Heilwolle ist Rohwolle, das heißt, das ist wirklich die frisch geschorene Wolle vom Schaf. Die wird nur ganz flüchtig gewaschen, also nicht lange irgendwie gewaschen. Es wird auch ausgekämmt, damit die gröbsten Verunreinigungen rausgehen, aber sie wird halt nicht wahnsinnig hoch behandelt. Und wenn man dran riecht, riecht nach Schaf, riecht eindeutig nach Schaf und sie fühlt sich auch fettig an. Und das ist nämlich dann eben auch der Grund, warum wir diese Heilwolle dann eben nehmen. Du brauchst auch, du hast gesehen, ich habe sie nur ganz vorsichtig abgezupft. Wenn du mit Gewalt rangehst, geht da gar nichts. Man zupft sie also, macht sich das hier so ein bisschen auseinander und dann hast du eine ganz dünne Schicht und die legst du jetzt direkt auf die Haut. Aber nur dann, wenn sie nicht offen und blutig ist, also wenn die Haut gerötet ist, dann legst du sie eben da drauf und kannst dein Kind dann wickeln. Und wenn diese Heilwolle jetzt nur nass wird durchs Pipi, dann kannst du sie beim nächsten Windelwechsel rausnehmen, auslüften lassen ein paar Stunden. Sie regeneriert sich dann und dann kannst du sie nochmal verwenden. Wenn sie natürlich durch den Stuhlgang schmutzig wird, dann musst du sie wegschmeißen. Das ist ganz klar. Und diese Heilwolle durch das Wollfett, durch das Enthaltene, die fördert eben auch dann eine Verbesserung des Hautbildes bei deinem Kind. Ja, alternativ möglich wäre auch eine Einlage aus der sogenannten Burettseide oder Schapsseide. Hier ist noch der Seidenleim, den die Raupe produziert, mit enthalten und der tut auch der Haut sehr, sehr gut und lindert dann eben auch die Beschwerden. Diese Seideneinlagen müssen allerdings mit der Hand gewaschen werden. Die kannst du jetzt nicht in der Waschmaschine reinigen, aber das geht ja ganz schnell und die sind ganz dünn und trocknen dann eben auch super schnell. Eben habe ich es schon erwähnt, alternativ zu Fließeinlagen, zu den Kunstfasereinlagen, gäbe es auch die Möglichkeit eben von Wolleinlagen. Das ist dann eben auch ganz gut, um zu verhindern, dass die Haut sich überhaupt so rötet. Manche nehmen das einfach schon immer prophylaktisch mit rein. Ja, das kannst du dann eben auch verwenden. Ja, das waren jetzt also ein paar Tipps, wie du die gerötete Haut deines Babys selber behandeln kannst. Also wichtig ist wirklich recht kurzer Wickelabstand, viel Luft da dran lassen. Am besten wirklich nur mit klarem Wasser reinigen. Eventuell eben Rosenhydrolat und noch ein Öl zur Pflege nehmen und das war's dann. Und ansonsten in schwierigeren Fällen dann eben auch nochmal mit dem Schwarztee. Und wenn es dann aber eben sich überhaupt nicht bessert, dann gehst du bitte zum Kinderarzt und lässt es abklären, denn wenn es ein Pilz ist, dann muss noch eine ganz andere Behandlung erfolgen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir jetzt wieder weitergeholfen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Mach's gut, bis bald. Tschüss.